Der Präsident der Republik Slowenien, Boris Pahor, und die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Angela Merkel. Und deshalb liegt mir auch sehr daran, dass wir nicht nur zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die schon sehr lange Mitglied der Europäischen Union sind, gut zusammenarbeiten, sondern dass wir eben auch mit denen, die neu und noch nicht so lange dazugekommen sind, eine enge Zusammenarbeit pflegen. Und gerade in den letzten Jahren wird immer deutlicher, auch bei der Entwicklung der Kohärenz der Europäischen Union, dass wir dazu die jeweilige Geschichte unserer Mitgliedstaaten besser kennen sollten.